was walking out one evening, the moon was rising high, headed for the river's side, around us fuss and fight. Patrol man, he walked by, asked me where I'm going, said if the sun set on me there, I'd never make it home. He said, don't go downtown tonight, there's trouble on the rise, the Batman in the shadows, and they're bound to take your life. If you mind to ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket, then the razor. War das denn für ein Typ, der da mit dem Fahrrad und dem Anhänger an mir vorbeigefahren ist? Als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, wow, noch so ein Verrückter mit dem Fahrradwohnwagen, ich fasse es nicht. Und dann ist er an mir vorbeigefahren und dann habe ich gesehen, dass auf seinem Anhänger irgendwie was drauf stand mit Jesus. Ich konnte es aber nicht so ganz entziffern. Ich hatte mal freundlich gegrüßt, aber er war irgendwie ein bisschen grantig und fand das, glaube ich, auch nicht so toll, dass ich ihn gefilmt habe. Naja, keine Ahnung, warum der so grantig ist. Vielleicht ist er ein bisschen enttäuscht, dass Jesus immer noch nicht zurückgekehrt ist auf die Erde. Aber vielleicht kommt er ja noch. Man weiß es nicht genau. So, ihr lieben Leute, mal wieder ein neues Video von eurem Therapeuten on Tour, juhu. Ich stehe mal wieder auf einem Campingplatz, der auch mal wieder gratis ist um diese Jahreszeit. Das ist einfach fantastisch. Und ich habe mir gedacht, ich könnte einfach auch mal in diesem Video eine kleine Rumtour für euch machen. Das hat sich nämlich eine Zuschauerin gewünscht. Und ich würde sagen, ja, gucken wir uns doch meinen Wagen mal von innen an. So, ich habe jetzt für die Aufnahmen auch nichts geschönt oder so, sondern ich bin hier vor einer Stunde angekommen. Ich habe den abgestellt und dann räume ich innen drin ein bisschen auf. Und ihr seht jetzt den aktuellen Stand. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich hätte mir, wenn ich den Camper jetzt nochmal bauen würde, ich könnte es ja nochmal umbauen, die Tür, die würde ich vielleicht doch so machen, dass sie seitlich aufgeht. Ich bin immer so dran gewöhnt an diesen Mechanismus, dass es nach oben aufgeht, das ist nicht schlimm. Ja, ich habe jetzt auch keine Dämpfer drin, deswegen nervt das vielleicht ein bisschen, weil ja, dann würde das natürlich oben halten, könnte ich alles noch reinbauen,
Aber ansonsten, das ist beim Ein- und Aussteigen ein bisschen nervig, weil einem das dann immer auf den Kopf oder auf den Rücken fällt. Ist jetzt aber auch nicht dramatisch hier für meine Reise durch Südamerika. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal rein. So, ich habe auf jeden Fall neue Freunde. Ich weiß den Namen immer noch nicht genau. Okay, wir wollten ja reingehen und das machen wir jetzt natürlich. Ich hoffe, dass das Licht noch ausreicht. Es wird nämlich gleich schon dunkel, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen. Ja, was man gleich hier unten sieht, das ist ja mein Bereich, wo ich meine Füße reintun kann. Das ist super gut und ich bin echt froh, dass ich das in dem Camper so gemacht habe. Das habe ich nämlich in meinem ersten Camper vermisst, also mit dem Camper, mit dem ich meine Europatour gemacht habe. Was man hier sieht, ich kann hier nämlich auch nachts wunderbar mein Essen reintun, meine Schuhe reintun, was auch immer. Und hier unten ist halt dann die Bodenplatte, wie ihr seht. Die hole ich dann für die Nacht natürlich raus und kann die dann hier oben drauf tun, damit die Matratze dann eben auch hält. Ja? Und habe dann halt ein schönes Fach, wo das Essen halt schön gekühlt ist. Ja, hier habe ich auf jeden Fall meine große Luftpumpe mitgenommen. Die hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr schweren Standfuß. Und diesen Standfuß, den habe ich abmontiert, braucht man ja nicht. Deswegen sieht es jetzt da so aus. Hier seht ihr ein langes Brett. Ja? Und wofür das gut ist, das zeige ich euch jetzt. Tada, ich habe es mal eben hier reingebaut und da sieht man schon, das ist einfach mein kleiner Tisch und der ist super. Wenn ich nämlich dann dahinter sitze, kann ich dann rausgucken und gleichzeitig arbeiten, was essen. Das ist sehr, sehr schön. Das macht mir immer viel Spaß. Ja, dann habe ich in jede Ecke meines Campers, habe ich hier oben jeweils einen Haken reingemacht. Und wie man das hier sieht, ich mache jetzt nicht einen kompletten Schwenk, aber einmal zu der anderen Seite habe ich hier wieder einen Haken und jetzt hängt hier gerade diese schöne Mülltüte. Genau, und ich kann eben auch an diese Schnur, die ich noch daran befestigt habe, an diese Leine, ja, da kann ich dann eben noch Sachen dranhängen, wie hier hängt jetzt zum Beispiel gerade mein Handtuch drüber. So sieht es aus. Und hier in die Liegefläche. Da habe ich mir ja noch ein extra kleines Fach reingemacht. Das sieht jetzt gerade so aus. Ich bin jetzt gerade erst eine Woche unterwegs. Vielleicht räume ich das Ganze auch noch mal um. Also hier habe ich jetzt noch so ein paar Pflegeprodukte drin, was man halt so braucht. Mein Shampoo und ein Deodorant. Und da hinten ist noch so ein Fitnessband, was ich noch mit habe. Und so ein paar anderen Kleinkram. Ja, und hier seht ihr auch, da sind so meine Elektrosachen drin, meine Kopfhörer, Aufnahmegeräte, alles, was ich hier mal so brauche, um die Videos zu machen. Ja, es passt nicht ganz so viel rein, man könnte es bestimmt auch noch ein bisschen sinnvoller packen, aber das passiert alles noch auf meiner Reise. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen hier einleben. Dann sieht man hier, habe ich meine Lithium-Batterie. Die hatte ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Hier habe ich noch meinen Solarspannungsregler dran mit zwei USB-Ausgängen. Das reicht mir, weil ich ja glücklicherweise meine Videos auch an meinem Mobiltelefon schneiden kann. Deswegen habe ich jetzt keine Stromquelle, wo ich noch irgendwie eine Steckdose oder so benötige. Also wie jetzt bei einem Laptop. Bin ich auch sehr froh drum, weil die Laptops doch sehr viel Strom fressen und bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit dieser Lösung. Hier geht das Kabel noch weiter nach draußen. Meine Solarpanel oder mein Solarpanel ist gerade draußen im Einsatz. Hier schwenke ich mal rein. Mein Regal auf der einen Seite. Und da, ja, kann ich natürlich dann eben Sachen hintun, die mich sonst stören würden, wenn ich hier meine Matratze da hinten ausbreite. Das zeige ich gleich nochmal. Also hier habe ich meine Regale. Da kann ich meinen ganzen Krempel unterbringen. Da sieht man auch nochmal die Kaffeekanne von Karl Henkel. Die kommt auf jeden Fall auch nochmal zum Einsatz. So, und das Ganze habe ich auf der linken Seite auch noch. Ja, da habe ich ja auch noch ein Regal reingebaut. Das ist super praktisch und ich finde das sehr, sehr schön. Das Einzige, was ich jetzt in der Zukunft vielleicht nochmal machen muss, ist, dass ich vielleicht mal von hier bis zur anderen Seite irgendwie nochmal zumindest ein großes, stabiles Gummiband rübersetze, dass ich das auch während der Fahrt so lassen kann, weil sonst lege ich die Sachen während des Fahrens hier in den,
Innenraum. Das ist nicht schlimm, das ist ja innerhalb von 5 Minuten wieder alles so einsortiert. Aber es wäre doch praktischer, wenn man einfach das Ganze schon von vornherein da lassen würde. Das Ganze auszubauen als ein Schrank wäre vielleicht auch nicht schlecht, ja, dass man sich noch wie so kleine Schranktüren dahin macht, wenn man das alles hier verkleidet. Wäre auch noch eine Option, würde allerdings auch wieder mehr Gewicht bedeuten. Von daher lasse ich es auf jeden Fall erstmal so. Ja, da hinten, da seht ihr meine Schaumstoffmatratze. Das sieht jetzt alles nicht so schön aus. Es ist einfach nur eine weiße Schaumstoffmatratze. 3 Elemente habe ich mir schneiden lassen. Das heißt, ein Element immer ganz hinten. Da kommt hier noch eins hin. Und dann kommt natürlich hier noch eins für den Fußraum. Und da seht ihr ja hier schon, habe ich noch meinen schicken Bettbezug drüber. Dann sieht das Ganze auch natürlich gleich viel gemütlicher aus, wenn man dann wie ein richtiges Bett da drin hat. Ja, ansonsten habe ich auch hier neben der Matratze die Möglichkeit, was abzustellen. Und ich habe mir hier links und rechts nochmal 2 kleine Fächer, das sieht man jetzt nicht wirklich, sehr dunkel, reingebaut, wo ich zum Beispiel hier auch mein Geld drin habe. Und das kann man dann da drin ein kleines bisschen verstecken. Ja, ich bin auch unfassbar froh, dass ich mir 3 Fenster hier reingemacht habe. Also das muss da auf jeden Fall sein, auch wenn so eine Plexiglasplatte immer noch mal ein bisschen mehr wiegt. Das muss auf jeden Fall sein. Ja, denn hier hat man den schönen Ausblick nach draußen. Hier kann man sehen, hier habe ich draußen mein Fahrrad abgestellt. Bin jetzt gerade noch auf dem Campingplatz hier. Und dann hat man einfach eine wunderschöne Aussicht nach draußen. Und ich weiß, dass auch jemand mal gesagt hat, dass die Fenster nicht dicht sind. Ich habe die von außen auf jeden Fall noch mal die Außenrahmen komplett mit Silikon abgedichtet. Es hat auch letztens schon geregnet. Das kann ich euch gerne mal zeigen am Ende des Videos. Ich habe eine Aufnahme gemacht. Es ist alles trocken geblieben. Sieht der Blick mal aus, wenn man drin sitzt. Da hinten seht ihr übrigens auch, meine Tür wird gehalten von einem Rahmen. Und an diesem Rahmen habe ich ein Mückenschutzgitter befestigt. Das ist sehr gut, weil das passt dann auf jeden Fall einmal komplett hier rein. Ich kann die Außentür also abmachen und kann dieses Mückenschutzgitter hier reinmachen. Dann habe ich eine tolle Aussicht nach draußen und lebe trotzdem hier drin mückenschutzfrei. Und wie gesagt, das hier unten, dass ich mir da den Fußraum gemacht habe, das ist so eine geniale Lösung. Ich glaube, das würde ich mir jedes Mal wieder in jeden weiteren Camper reinbauen, denn so muss man auch die Deckenhöhe gar nicht so hoch machen, weil man kann einfach so wunderbar drin sitzen. Also ich kann das, ja. Ich bin jetzt 1,70 Meter groß, habe da vielleicht nicht so die langen Beine. Also von meiner Seite aus passt das sehr gut. Das ist natürlich auch super wichtig. Ich habe ja auf der Insel Ibiza, das wisst ihr ja auch, die Ibiza-Family kennengelernt. Und nur durch die bin ich ja auch praktisch dann an das Haus in Montevideo gekommen, wo ich meinen Camper bauen konnte. Und die haben 2 ganz bezaubernde Kinder, nämlich Enzo und Bella. Und die haben mir damals schon, man sieht es hier noch, das ist mein alter Camper, der da gezeichnet wurde, ja, der Nature One, mit dem ich in Europa unterwegs war. Und die beiden haben mir diese wundervollen Bilder gemalt, also mit eins der schönsten Geschenke, die ich auf meiner Reise bekommen habe. Und ja, die mussten natürlich mit auf die Reise und die hängen jetzt hier drin, weil ich die super klasse finde. Und ich sage einfach nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für diese wunderschönen Bilder. Ja, und so sieht es dann jetzt provisorisch aus. Wenn man die Matratze ein bisschen ausbreitet, das Bettlaken drüber, ist jetzt nun mal eben kurz gemacht, deswegen ein bisschen unordentlich. Da habe ich noch ein kleines Kissen da hinten. Ja, und tagsüber tue ich dann meine Daunendecke für die Nacht immer da rein. Das ist relativ platzsparend, das kann ich dann an die Seite tun oder irgendwo hinhängen. Dann stört mich auch diese Decke nicht. Genau, ja, so sieht es dann hier aus. Und man kann hier wunderbar auch in Südamerika drin leben. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meiner kleinen Roomtour. Also so viel ist ja meistens nicht zu sehen, wenn man sich so einen kleinen Fahrradwohnwagen baut. Ich bin mehr als zufrieden hier, muss ich sagen. Und ich merke schon, dass ich mir den Camper, mit dem ich durch Europa gefahren bin, den habe ich schon ein bisschen zu klein gebaut. Also da habe ich gedacht, Mensch, spar mal Gewicht, mach mal so klein wie möglich. Es ist okay. Also wenn man flexibel ist, kommt man damit auch wunderbar klar.
Nur ich merke, das ist für mich hier drin schon fast wie ein Palast. Ja, ich habe ja mal in einem Video auch alle Maße bekannt gegeben. Da hatte ich mich dummerweise ein bisschen vertan. Da habe ich geschrieben, der ist 90 cm lang, stimmt nicht. Also der ist 1,90 Meter lang, 90 cm breit und an der höchsten Stelle hier praktisch genau 1 Meter hoch, hier von der Sitzfläche. Und das ist wunderbar. Also das ist, als ich den gebaut habe und mich hier reingesetzt habe, ich habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich denn da für einen riesen Palast gebaut? Damit kommst du doch niemals vorwärts. Aber es ist einfach so, so schön. Und für mich ist das hier eine optimale Größe. Ich möchte nicht größer haben, nicht kleiner haben. Ich habe jetzt so mein optimales Fahrradwohnwagenmaß gefunden. Und ich glaube, man muss auch erstmal ein, zwei Fahrradwohnwagen für sich bauen, um da einfach mal ein Gefühl für zu bekommen. Ich finde die Form einfach auch klasse, ja, weil ich habe hier keine Schräge drin. Ich kann alles wunderbar nutzen. Und man kann das alles bestimmt auch noch viel effektiver nutzen. Bin jetzt erst seit einer Woche on Tour und muss einfach mal gucken, wie sich das Ganze hier noch so entwickelt, was ich hier noch umbauen kann, machen kann. Ja, so sieht das aus. Mein neuer Freund, hier, guck, wir zwei, ja? Ja. Stuf. Ich habe einen neuen Freund. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt. Mit der Sprache ist es auch noch ein bisschen schwierig, aber wir beide verstehen uns auf jeden Fall voll gut. So sieht das hier aus. Ne? So. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch die kleine Roomtour ganz gut gefallen hat. Was mich an dem Camper hier gerade noch so ein bisschen stört, ist, ich habe definitiv den falschen Lack gekauft. Also es war in Montevideo unglaublich schwierig, vernünftigen Lack zu finden. Ich wollte ja gerne Bootslack oder Epoxidharz bekommen und es war nicht möglich. Ich habe mich dann länger beraten lassen und habe dann im Baumarkt auch einen Lack bekommen, wo der Verkäufer gesagt hat, ja, das ist auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall, aber ich merke schon, zufrieden bin ich damit nicht. Da muss ich wahrscheinlich nach einer Saison bestimmt nochmal abschleifen und gucken, ob ich nicht irgendwo Bootslack herbekomme. Den hätte ich vielleicht in Montevideo auch irgendwo übers Internet bestellen sollen, weil so gefällt mir das nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Holz immer noch Wasser zieht und dann muss ich mal abwarten, wie sich das verhält, wenn mal wirklich starker Regen darauf herniederprasselt. Naja, wollen wir auf jeden Fall mal schauen. Ansonsten werde ich auf jeden Fall bald nochmal ein Video machen, weil ihr seht, hier habe ich zum Beispiel auch die ganzen Namen stehen von den Leuten, die alle für meinen Wagen gespendet haben. Aber da wird es wahrscheinlich zur nächsten Folge ein extra Video zu geben, weil da möchte ich mich nämlich nochmal ganz ausführlich äußern zu der ganzen Spendenaktion, warum ich das Ganze überhaupt so gemacht habe und so weiter und so fort. Da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was man hier so außenrum um meinen Camper alles noch so sehen kann. Ja, in dieser Folge war mal eine kleine Roomtour angesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Ich genieße jetzt auf jeden Fall noch den Tag hier auf dem Campingplatz. Ich habe mich dazu entschieden, hier einfach mal 2 Tage zu bleiben. Das ist ganz gut, denn mein Hintern braucht auch mal eine Pause zwischendurch. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und dann sage ich mal bis bald. Tschüss, euer Therapeut on Tour.